Wir sind bei der Preisverleihung zum XY-Preis. Was verbindest du mit der Sendung Aktenzeichen XY persönlich? Weißt du noch, wann du das erste Mal die Sendung gesehen hast? Ich weiß nicht ganz genau, wann ich die Sendung gesehen habe. Es war irgendwann in den 70er Jahren. Ich durfte sie am Anfang nicht sehen. Ich durfte sie erst so ab dem Alter von 12 Jahren oder so durfte ich sie sehen. Also so ungefähr um 1974, 75 rum. Und mir ist eben, wie gesagt, in Erinnerung diese merkwürdige Form von Ernsthaftigkeit und dieses Gefühl für, hier ist was Echtes passiert, hier ist was Dramatisches passiert, Realität, Verbrechen ist wirklich passiert und es ist was anderes als ein Krimi, der eine fiktionale Geschichte erzählt. Das habe ich gespürt und mit der Sendung bin ich dann groß geworden und aufgewachsen. 50 Jahre XY. Wo siehst du die Bedeutung der Sendung heute? Größer als man wahrscheinlich vermutet. Ich finde, sie ist wahnsinnig wichtig nach wie vor in Bezug auf Verbrechensbekämpfung allgemein, aber, und das ist wichtig, eben auch in Bezug auf Bewusstsein. Dass jeder Einzelne in seinem Bewusstsein irgendwie verankert kriegt, Verbrechen ist bekämpfbar, ich kann etwas dagegen tun und vielleicht sogar noch einen drüber philosophisch, es ist ein zutiefst sozialer Vorgang. Es ist ein sozialer Vorgang, dass man sich in einer Gemeinschaft, in einer sozialen Gemeinschaft hilft, wenn etwas passiert oder wenn eine Person in Not ist. Und wenn es nur das ist, dass man im Nachhinein Hinweise gibt, um ein Verbrechen aufzuklären. Für mich auf dieser Basis, wie diese Sendung läuft seit 50 Jahren, eigentlich nicht wegzudenken aus dem Fernsehen. Du bist heute als prominenter Pate hier. Wie kam es dazu? Ganz simpel, ich bin angefragt worden. Ich vermute einfach aus der Tatsache, dass ich mittlerweile doch seit vielen Jahren einen Polizeikommissar gebe oder auch schon mehrere gegeben habe durch alle Programme und verschiedene Formate. Das ist wohl Tradition hier, dass eben Leute, die solche Kommissare verkörpern, solche Preise übergeben. Ich bin stolz darauf, dass ich angefragt wurde und heute hier sein darf. Du bist Kommissar in der Serie Die Chefin. Im ZDF lief gerade die letzte Folge. Kannst du uns verraten, wie es weitergeht? Es ist nicht die letzte Folge, schon mal so viel sei verraten. Ja, es ist wirklich das Ende einer Staffel gewesen mit einem gehörigen Wumms, der auch einen ganz schönen Aufschrei hervorgerufen hat. Also mein geliebter und auch gehasster Kollege Trompetter wurde erschossen. Das hat einfach damit zu tun, dass eben nach über 40 Folgen der Kollege Stefan Rudolph dachte, er muss sich verändern. Das ist künstlerisch sein Recht und auch menschlich. Wir waren alle traurig, aber es war eine schöne Zeit, aber es wird weitergehen. Das Format ist nach wie vor sehr erfolgreich. Die Leute wollen offensichtlich die Chefin sehen. Das freut uns Macher natürlich alle. Und so viel kann ich schon verraten. Wir sind mit einem neuen Kollegen aktuell, auch heute, jetzt schon, wo ich hier in Berlin bin, in München, wieder am Arbeiten und produzieren neue Folgen. Wenn jemand dich live erleben möchte, wo findet er dich? Auf irgendeiner Theaterbühne oder bei einer Lesung vielleicht? Ich habe früher sehr viel Theater gemacht, das mache ich momentan nicht so viel. Ich gebe Lesungen im Raum München. Ich würde auch gerne mal eine Lesung in Berlin machen. Ich lese einen meiner Lieblingsschriftsteller, Oskar Maria Graf. Es ist ein bayerischer Schriftsteller, der auch vor 50 Jahren gestorben ist. Also hier haben wir die Geburt von Aktenzeichen XY vor 50 Jahren. Und diese Schriftstelle ist gestorben. Ja, also wenn man mich live sehen will, dann muss man zu meinen Lesungen kommen. Gut, das war's schon. Ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank. Dir auch viel Erfolg.